Bei mir sind jetzt zwei Männer, die hoffentlich sehr viele Antworten haben auf Fragen. Rüdiger von Fritsch, ehemals deutscher Botschafter in Moskau, und Frederik Pleitgen, Senior Correspondent, wir würden sagen internationaler Chefkorrespondent bei CNN. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr von Fritsch, erst einmal diese historische Parallele 1917. Worauf bezieht sich Putin und was bedeutet das in dieser Situation? Das ist eine sehr interessante Passage in der Rede und sie ist bezeichnend für die Gedankenwelt Wladimir Putins. Was erzählt er seinem Volk? Da ist der gute, starke, treue Zar, der sein Land mit sicherer Hand führt und die fast siegreiche Armee. Und nur durch einen Dolchstoß aus dem Rücken wird alles gestürzt und es kommt zu Bürgerkrieg. Mhm. Übrigens interessant, dass Wladimir Putin für den Schlimmsten in dem Zusammenhang Lenin hält, von dem er mal gesagt hat, er hat die Atombombe unter das Russische Reich gelegt. Was ist die Wahrheit über jene Geschichte gewesen? In den Orkus der Geschichte hat ein schwacher Zar sein Land gestürzt, der seine Armee schlecht ausgerüstet, unvorbereitet, fast zur Niederlage geführt hat. Und der Auslöser für die Revolte waren die Brotproteste der Petrograder Frauen und Mütter. Und Wladimir Putin droht genau jenes gleiche Schicksal. Und die Menschen in Russland kennen ihre Geschichte. Und Sie glauben, dass Putin jetzt nach diesem Wochenende, nach diesen turbulenten 24 Stunden geschwächt ist? Wie er seither agiert, ist komplett defensiv. Das sieht man ja. Er versucht zu erzählen, wie es angeblich gewesen sei. Die Sicherheitskräfte hätten Prigozhin aufgehalten. Und wenn die russischen Fernsehzuschauer am Samstag hingeschaut hatten, dann hat er ihnen Bagger und Baumaschinen in den Weg gestellt. Er ist in mehrfacher Hinsicht geschwächt. Er hat erstens sich völlig verkalkuliert in seiner Marionette Prigozhin. Er war unvorbereitet. Ein ganz schlechtes Zeichen. Er musste seinen schwachen Gehilfen Lukaschenka um Hilfe bitten. Und er musste innerhalb von 8 Stunden Aussagen, die er getroffen hat, er wird die alle verfolgen, wieder zurücknehmen. Mhm. Und wenn man in Russland eines nicht zeigen darf in der Politik, dann ist es Schwäche. Mhm. Herr Pleitgen, Sie sind gerade aus der Ukraine zurück, aber Sie waren auch einfach sehr viel in Russland und in Moskau unterwegs. Teilen Sie die Meinung, er ist geschwächt, dieser Wladimir Putin jetzt? Ich glaube, geschwächt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, er hat sich erstmal Zeit gekauft. Ich glaube, Wladimir Putin war auf einem sehr schlechten Weg, was den Krieg in der Ukraine angeht. Und es war natürlich schon so, dass dass Wagner eigentlich die einzige Truppe war, die Geländegewinne gemacht hat. Das stimmt schon. Was natürlich seitdem passiert ist, ist bei Prigozhin, klar, er hat es geschafft, da relativ nah an Moskau ranzukommen. 200 Kilometer an Moskau ranzukommen. Aber es war auch relativ schnell klar, dass von den Leuten, die diesen Krieg führen für Russland und die auch in der Politik in Russland wichtig sind, keiner sich hinter Prigozhin gestellt hat. Das war auch klar. Die sind ja viele rausgekommen, zum Beispiel Surovikin, einer der Hauptgeneräle von der sogenannten Spezialoperation, ganz schnell ein Video gedreht und gesagt, hier, du musst das lassen zum Prigozhin. Kadyrov hat sich nicht hinter Prigozhin gestellt. Und das andere ist halt, die sind relativ nah an Moskau rangekommen. Aber dieser Konvoi war auch nicht so groß, dass der in Moskau viel hätte anrichten können. Also ich meine, das ist eine Stadt von 11 Millionen. Mhm. Aber ich will sagen, was wichtig ist, ich glaube, er hat sich ein bisschen Zeit gekauft. Er hat jetzt den Prigozhin aus dem Weg geräumt. Der ist nicht mehr da. Die Leute von Wagner werden entweder nach Weißrussland gehen, sich der russischen Armee anschließen oder nach Hause gehen. Aber wenn auf dem Schlachtfeld es weiter so schlecht für Russland läuft, dann hat Wladimir Putin ganz schnell ein Problem, weil er jetzt nämlich auch keinen mehr hat, auf den er schieben kann. Ja. Ich würde Ihnen gerne beiden nochmal diese Bilder zeigen, wie die Gegenwehr des Kreml ausgesehen hat. Also als eben eine Truppe von Söldnern auf Moskau marschiert, da wurde eiligst auf Autobahnen eben einfach einen Riss gemacht. Und das sind hier sind die relativ das zeigt doch genau, wie schwach dieser Führer ist, dass er nicht vorbereitet ist auf eine solche Situation, dass er nicht in der Lage ist, sein Land zu schützen, dass er nicht der starke, unbestrittene Führer ist. Mhm. Auf die Seite dieses Soldateska-Führers, der ja kein Politiker ist, Prigozhin kann sich niemand stellen. Aber das Regime wird fragiler, seine Macht wird schwächer, weil jeder sich sagt, wird er in der Lage sein, diesen Krieg erfolgreich zu Ende zu führen? Wird er meine Garantien wirklich, meine Sicherheit, meine Interessen garantieren und schützen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bereit wäre, sich gegen ihn aufzulehnen, ist gewachsen. Genauso wie natürlich im Volk die Bereitschaft
potenziell wächst, wir stehen nicht unmittelbar vor einem Umbruch, aber potenziell wächst, zu sagen, dieser Zar ist nicht so stark, wie er behauptet. Mhm. Und er erzählt uns hinterher lauter Geschichten, von denen wir wissen, dass sie nicht wahr sind. So, es gibt ja zwei, also eine Rede haben wir gerade einen Ausschnitt gezeigt, das war die eben während des Marsches noch, wo er ja auch tatsächlich am Anfang sagt, er ruft alle Sicherheitskräfte auch nochmal zusammen. Heute hat man einen Putin gesehen, der Sicherheit ausstrahlt und der unter anderem gesagt hat, Herr Pleitgen, es wäre der Putsch in jedem Fall niedergeschlagen worden. Konnte er sich da so sicher sein, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, es gab sicher Momente, wo er sich nicht so sicher war. Also wenn er so eine Armee auf einen zurollt, auch wenn es eine Privatarmee ist, dann kann man sich nie so sicher sein. Aber der Prigozhin hat ja dann auch gesagt, dass das Ganze angeblich nicht gegen Putin gerichtet war, sondern gegen den Verteidigungsminister und den Generalstabschef. Aber es ist natürlich auch ganz klar, er hat sich öffentlich gegen Putin gestellt. Also das ist völlig, völlig klar gewesen. Ich glaube, was Wladimir Putin jetzt versucht zu machen, ist, diese Sicherheit auszustrahlen in allem, was er sagt. Und was man natürlich auch nicht vergessen hat, wir sind jetzt ja auch in so einer Phase, wo der Prigozhin auch weiter noch redet, öffentlich. Also man sieht ihn nicht, aber er hat ja seine Audiobotschaften, die rausgehen, wo er ganz klar gesagt hat, ich hätte nach Moskau reinrollen können, ich habe Militärbasen blockiert, als sie mich aufhalten wollten und es sind dort auch ganz große Probleme bei der internen Sicherheit in Russland groß geworden, was natürlich auch daran liegt, dass fast die gesamte Armee mittlerweile in der Ukraine steht. Das wird für den sicherlich sehr unangenehm gewesen sein. Putin versucht das jetzt so darzustellen, dass er gesagt hat, wir mussten das gar nicht machen, wir hätten es in jedem Fall niederschlagen können, wir wollten nicht, dass Russen gegen Russen kämpfen und da Blut vergossen wird. Da mag was dran sein und ich denke auch nicht, dass das ein Putsch gelungen wäre. Aber was man sehen muss, was ich ganz interessant finde, ist, diese ganzen Kritiken, die der Prigozhin geäußert hat, das ist, glaube ich, die große Gefahr für Putin. Da kommen wir gleich nochmal. Das steht ja noch im Raum. Ne? Aber erst einmal nochmal, glauben Sie, wir standen vor der Situation, dass Prigozhin nach Moskau gekommen wäre? Also interessant finde ich, was inzwischen Herr Lukaschenko erzählt, der große Gewinner der Situation ist. Nicht dieser abhängige Gehilfe von Putin, wie immer geglaubt hat. Präsident von Belarus. Und der stellt sich heute hin und widerspricht Putin. Er sagt, die Situation drohte uns zu entgleiten. Putin wollte sie alle kalt machen. Ich musste telefonieren. Und dann widerspricht er Putin in einem entscheidenden Aspekt. Putin sagt in seiner Rede heute, da waren lauter Helden, die Russland gerettet haben. Und Lukaschenko sagt, es gab keine Helden in der Situation. Und zeigt, wie hoffnungslos und hilflos die Situation von Putin, bei dem er aus der Patsche helfen musste. Furchtbar für Putin. Hilflos. Prigozhin, Sie haben es gerade erwähnt, hat sich zu Wort gemeldet. Noch sieht man ihn nicht, aber man hört ihn. Er hat gestern ein Soundbite geschickt, wo er noch mal sagt, warum er umgedreht hat, 200 Kilometer von Moskau. Wir wollten kein russisches Blut vergießen. Und wir wollten unseren Protest zeigen und nicht die Regierung stürzen. Wie glaubwürdig ist das, wir wollten nicht die Regierung stürzen, unseren Protest zeigen? Was wir hier sehen, ist ein Soldateska-Führer, der ein hoffnungsloser Politiker ist. Er hat die Situation ja vorher nicht kalkuliert und in der Tat ist es zu einer Situation gekommen, in der Putin die Kontrolle über seine Marionette verloren hat, weil eine dritte Kraft hinzugekommen ist, nämlich das Verteidigungsministerium, das Prigozhin bis zur Weißglut geärgert hatte. Das versucht, ihn einzufangen und dagegen wehrt er sich. Und er mag gehofft haben, dass er in Rostov am Don, anstatt von 1 Million Einwohnern, die er im Handstreich nimmt, mit allen Sicherheitskräften dort. Ein Hauptquartier. Dass er dort sowohl den Verteidigungsminister wie den Oberbefehlshaber, die möglicherweise in Rostov gewesen sind in dem Moment, erwischt und festsetzt. Und als ihm das nicht gelingt, beschließt er, dann ziehe ich einfach weiter Richtung Moskau. Und er ist eigentlich nicht nur ein Söldnerführer. Das ist das, Herr Pleitgen, was viele in Deutschland vielleicht noch nicht wissen. Was ist das für ein Imperium? Wagner? Das ist ein massives Imperium. Ich glaube, das ist auch eine der interessanten Sachen. Das ist sein Hauptquartier, genau, in St. Petersburg. Ja. Das ist ein ganz großes Imperium und das ist, glaube ich, deswegen nicht nur für Russland total wichtig, sondern für den Westen auch total wichtig, weil er hat halt seine Wagner-Privatarmee, die in der Ukraine groß ist und die auch richtig schwere Waffen haben, die sie jetzt angeblich an die russische Armee abgeben. Aber ich bin ja selbst schon mal von Wagner-Leuten unter Feuer geraten und das ist kein Spaß, wenn man da irgendwie in so einen Mörserhagel von denen reingerät. Die haben schon richtig schwere Waffen, mit denen die auch Bachmut komplett zum Beispiel in der Ukraine in Schutt und Asche gelegt haben.
Gleichzeitig hat er aber auch in Afrika noch Privatarmeen, die dort auch Sicherheitskräfte ausbilden, was ein Riesenproblem ist, zum Beispiel in Mali, zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik, dort auch beteiligt sind an Öl, Gold und Diamantenhandel und in Syrien an Ölfeldern auch. Also es ist schon sehr großes. Die sind beteiligt an Gold und Diamantenhandel. Naja, das ist ja das Interesse. Klar, ist das Gegenzug machen Sie Sicherheit da vor Ort. Im Gegenzug machen Sie Sicherheit und kriegen natürlich total viel Geld. Und es ist der Putin. Das fand ich heute total spannend, weil der Putin heute erzählt hat, dass der russische Staat die Privatarmee finanziert hat. Aber bislang haben die meisten immer geglaubt, und ich gehörte auch dazu, dass der sich vor allem durch den Diamanten-, Goldhandel und Ölhandel in Syrien. Also die Operationen dort, würde ich sagen. Einen großen Teil davon. Genau, die Operationen dort finanziert er vor Ort. Ja. Das ist für die russische Regierung sehr praktisch. Und Putin hat heute gesagt, den Krieg, diesen schrecklichen der Wagner-Truppen in der Ukraine, haben wir im Laufe eines Jahres mit fast 1 Milliarde Euro finanziert. Mhm. Aber Wagner ist auch deswegen weiterhin und Prigozhin für Putin wichtig, weil er die Trollfabriken betreibt in St. Petersburg, wie er selber zugegeben hat. Und er ist möglicherweise im Schleusermilieu in Nordafrika mit engagiert und sorgt im Sinne des Kreml dafür, dass möglichst viele Migranten übers Mittelmeer kommen. Das heißt, er hat eine Funktion, die sich nicht einfach auslöschen lässt. Destabilisieren. So um die EU zu destabilisieren, ja. Aber auch um Russland zum Beispiel in Afrika eine bessere Position zu bringen. Mhm. Und da gibt es auch ganz handfeste Auswirkungen davon. Also ich habe aus ukrainischen Regierungskreisen zum Beispiel gehört, die haben ja total große Probleme für ihre sowjetischen Waffen, Ersatzteile zu bekommen. Und die haben gesagt, in Afrika ist es halt oft so, dass viele Staaten hinter Russland stehen. Auch wegen der Arbeit von Prigozhin, wegen der Arbeit von Wagner, die dort die Leute ausbilden. Und deswegen verkaufen diese Staaten keine Ersatzteile an die Ukraine. Mhm. Und da leiden die natürlich auch drunter. Da gibt es ganz handfeste Sachen, die schon auch geopolitisch sehr wichtig sind. So, und deswegen ist es auch interessant, mal zu schauen, was Putin jetzt über diesen Prigozhin gesagt hat, wie er mit ihm umgeht. Also zuerst hat er von Verrat gesprochen, dann aber gab es ein Strafverfahren, das eingestellt wurde. Jetzt hat er gestern noch einmal Wladimir Putin sich noch einmal über nicht wörtlich Prigozhin geäußert, aber man wusste sehr genau, über wen er spricht. Die Anführer dieser Meuterei verrieten ihr Land und ihr Volk und danach auch ihre Soldaten, die sie in ihr Verbrechen hineinzogen. Sie haben sie angelogen, in den Tod getrieben, Angriffen ausgesetzt und gezwungen, auf ihr Volk zu schießen. So, was gilt denn jetzt? Also, es wird nicht mehr, also FSB hat das Strafverfahren eingestellt, aber gleichzeitig ist Prigozhin ein Verräter. Was gelten diese Garantien, die er bekommen hat in Belarus, dass er da sicher leben kann? Also, wie manche gesagt haben, Herr Prigozhin sollte in Belarus in kein Haus ziehen. Und das im dritten Stock eine Wohnung hat mit einem Balkon, da sollte er vielleicht nicht reingehen. Also sie gelten natürlich wenig. Weil schon viele Menschen von Balkonen Balkon wirklich geflogen. Also geflogen, das klingt wie ein Witz, aber es ist Realität. Das ist leider so. Ja. Und das ist eine Situation für Putin nicht untypisch, dass er völlige Unklarheit lässt, dass er Prigozhin im Unklaren lässt. Mhm. Er wird ihn ja aus dem Spiel genommen haben, vermute ich, am Samstag mit einer Mischung aus Drohung und Bestechung. Er hat ihm gedroht, er hat natürlich was gegen ihn in der Hand und er hat ihn bestochen nach dem Motto, du kannst deine Geschäfte schon weiterführen, wenn du im Übrigen brav bist. Denn er muss seine Trollfabrik weiterführen, er muss diese Operation in Afrika weiterführen und anderes mehr. Es ist so absurd. Können Sie uns helfen? Was wird mit Prigozhin passieren? Wie sicher kann er sich seines Lebens sein? Wie sehr braucht Putin ihn immer noch? Also ich würde mir auch meines Lebens nicht mehr sicher sein. Ich würde keinen Tee mehr trinken und auch nicht irgendwie auf den Balkon gehen. Klar, sobald er sein Imperium jetzt nicht mehr hat in der Form und vor allem auch in der Sicherheit von Lukaschenko abhängig ist, da hat man eigentlich keine Sicherheit mehr. Aber mit dem Imperium, das ist natürlich schon eine Frage. Was ich so vom Putin gehört habe, jetzt auch da in diesem Video und in ein paar anderen auch, ist, was er irgendwie versucht darzustellen, Prigozhin ist schlecht, aber Wagner ist gut. Also die Typen, die bei Wagner sind, die können weiter... Das sind Patrioten. Die haben ja schon auf dem Schlachtfeld auch viel für Russland getan. Ja. Das war super brutal, aber das ist natürlich... Das waren in den letzten Monaten die einzigen Erfolgsmeldungen, die Russen hatten. Also insofern, das sind schon auch wichtige Typen. Und was man ja auch gesehen hat, was ich auch eine ganz wichtige Sache fand, ist, als die in Rostow in diesem Hauptquartier drin waren, ja, da hat man gesehen, dass Leute auf der Straße in Rostow den zugejubelt haben. Ich kann Ihnen die Bilder zeigen. Ja, genau, gerade beim Abzug, das haben wir natürlich alle gesehen. Und er wird gefeiert, da in diesem Jeep sitzt also Prigozhin. Und dann kommen die Menschen, wollen Selfies mit ihm und jubeln ihm zu. Wie kommt das? Warum ist der so ein Held? Kann man sich mit Putin nicht mehr vorstellen. Nee, genau. Und der Einzige, womit ich das vergleichen kann, wäre so der russische Robin Hood vielleicht. Also der kommt zwar auch...
aus den gleichen schlimmen Ecke wie Putin und die anderen. Also er hat natürlich auch massive Korruption. Der war im Gefängnis. Ja, genau, er war im Gefängnis und ist natürlich auch hochgekommen dadurch, dass er andere Leute aus dem Weg geräumt hat. Aber der hat Sachen benannt, die für Putin sehr gefährlich sind. Die Tatsache, dass es in Russland eine sehr reiche Oberschicht gibt, deren Kinder nicht am Krieg teilnehmen, die sich teilweise am Krieg bereichern, dass es massive Korruption gibt, auch was die Wehrbeschaffung in Russland angeht, dass die teilweise dann irgendwie die Panzer nicht funktionieren, keine Gewehre haben, schusssichere Westen mit Pappe hier drin. Da gibt's ja die dollsten Sachen. Das hat er alles benannt in seiner Wut auf den Verteidigungsminister. Und dann hat er eine Sache gesagt, die ihm wahrscheinlich das Genick gebrochen hat. Dass er gesagt hat, das ist eigentlich gar kein Grund für diesen Krieg. Genau. Das war die heftigste Sache. Das muss ich Ihnen, ich vor allem Ihnen auch noch mal zeigen. Das ist möglicherweise das, was uns in der Folge und auch die russische Stabilität am meisten noch beschäftigen wird. Die Aussagen von Prigozhin. Am 24. Februar gab es nichts Außergewöhnliches. Jetzt versucht das Verteidigungsministerium, den Präsidenten und die Öffentlichkeit zu täuschen und ihnen zu sagen, dass es eine wahnsinnige Aggression von Seiten der Ukraine gab und dass sie uns zusammen mit dem gesamten NATO-Block angreifen würden. Ein Haufen von Drecksäcke brauchte diesen Krieg, um einfach zu triumphieren und PR-Aufmerksamkeit zu erregen, um zu zeigen, wie stark die Armee ist. Also er im Prinzip entblößt er alles, was Putin sagt. Die NATO ist schuld, der Westen ist schuld, wir werden angegriffen und sagt, es gibt ganz andere Gründe. Und das ist der Grund, warum die Menschen ihm zujubeln. Wahrscheinlich nicht so sehr wegen seiner Grausamkeiten in Bachmut, in Soledar, sondern weil er die Wahrheit sagt, die sie natürlich alle kennen. Die Menschen wissen, dass sie ständig betrogen und belogen und bestohlen werden, dass die Führung sich dem Wehrdienst entzieht. Und sie haben geahnt, dass mit dem Krieg es so nicht richtig ist. Und das alles benennt er. Und dafür jubeln sie in Rostow auf der Straße zu. Mhm. Und das versucht Putin im Nachhinein zu entkräften. Aber das kann er nicht mehr einsammeln. Jeder in Russland hat die Wahrheit gehört. Ja, aber wusste man das in Russland nicht? Also sind die Menschen in Russland überrascht? Oder die Eliten in Moskau zumindest? Also da klar, das ist klar. Aber man muss, was man beim Prigozhin auch, ich glaube, das hat Herr von Fritsch gut dargestellt, das ist jemand, der kein Politiker sein will, aber doch trotzdem durch und durch einer ist. Wenn man sich das anguckt, ja, man hat den Verteidigungsminister oder Putin, der sitzt da in seinem Anzug, in seinem Büro und der sitzt dann da einfach auf einer Munitionskiste mit einer Fahne im Hintergrund, im Unterhemd, trinkt eine Tasse Tee und erzählt solche Sachen. Das ist natürlich das, wo das Volk denkt, der ist einer von uns. Und der hat sich ja auch immer dargestellt in der Schlacht von Bachmut und auch vorher als jemand, der der Chef ist, aber der auch mit an die Front geht. Und das sieht man natürlich vom Verteidigungsministerium nicht. Es gibt schon in Russland auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, sehr weit von dem eigentlichen Krieg entfernt sind. Mhm. Und natürlich sehen die Leute auch, dass es teilweise utopische Sachen gibt. Weil die russische Führung ist ja auch nie davon abgerückt, dass sie immer noch Selenskyj entmachten will, dass er die Ukraine entwaffnen will, dass das alles Nazis sind, dass sie das gesamte Staatsgebiet eigentlich erobern wollen. Ja. Die Leute sehen ja, dass das alles nicht realistisch ist. Naja gut, aber Lavrov, der Außenminister, hat in diesen Tagen jetzt auch gesagt, man muss jetzt untersuchen, ob der Westen nicht auch hinter diesem Putschversuch steht. Es kann ja gar nicht anders sein. Es muss immer einen auswärtigen Schuldigen geben. Anders kann Putin diesen Krieg nicht mehr rechtfertigen. Und er ist jetzt in einer Situation, wo er erstens ganz offen geschwächt worden ist, wo er den Krieg zu keinem Erfolg bringt. Und das wird seine Herausforderung sein. Er muss jetzt beweisen, dass er mit dem, als offensichtlich nicht so starker Führer, was er seinem Volk und dem Land abverlangt, doch Erfolge erzielt. Und das macht seine Situation so fragil. Wenn die ausbleiben und die Gefahr besteht, dass einzelne der Führung insgesamt mit ihm davongerissen zu werden, dann wird dieses Doppeldenken, das so typisch ist in Russland, sich drehen. Das Doppeldenken ist, jawohl, Herr Präsident, Loyalität, Herr Kadyrov ist völlig von ihm abhängig, der Tschetschenenführer, Herr Lavrov und alle anderen. Aber in einem bestimmten Moment kommt das Misstrauen und das Wissen um die Wahrheit zum Vorschein und dann kann es kippen. Und das kann auch im Volk natürlich zum Vorschein kommen, wenn die Situation der Bevölkerung noch schlechter wird. Und deswegen sind unsere Sanktionen richtig, weil sie auf einen entscheidenden Punkt zielen, Wladimir Putin sein Geld zu nehmen, mit dem er sich ständig Zustimmung erkaufen kann. Ich habe noch eine Frage. Sie haben vor ein paar Tagen irgendwas von Churchill und einem Teppich gesagt. Ja. Ich habe es nicht mehr ganz verstanden, aber das ist etwas, was wir von außen betrachtet offensichtlich immer sehen, wenn wir auf Russland blicken. Wie geht die Geschichte? Churchill hat über den Kreml gesagt, das ist ein Kampf von Bulldoggen unter dem Teppich und wenn die Knochen rausfliegen, weiß man, wer gewonnen hat.
Aber das war eine andere Situation. Okay. Es gab damals ein Politbüro, in dem es solche Auseinandersetzungen gab. Es gab ein Zentralkomitee und die haben den Generalsekretär der KPdSU irgendwo schon noch kontrolliert. Und die Situation ist insofern heute anders, als dass es einen einzigen von niemandem mehr kontrollierten Führer gibt, der bisher alle in Angst und Schrecken halten konnte, stark war, alleine dastand und alle abhängig gemacht hat. Und der fängt plötzlich an, etwas zu wanken. Das wird nicht sofort zu einem Machtkampf führen, das wird nicht sofort zu einem Sturz führen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dahin kommt, ist natürlich größer geworden. Was passiert eigentlich, wenn Putin stürzt? Was kommt nach Putin? Viele haben jetzt gedacht, das geht jetzt zu Ende. Nee, ich glaube, das ist eine also der Sachen, die ihn auch an der Macht noch hält. Also wenn ich so mit meinen russischen Freunden rede, da gibt es schon viele, die ihn nicht lieben. Also ich meine, er ist ja schon sehr lange an der Macht und wenn man das jeden Tag erlebt, dann ist dieser Mythos auch was anderes. Man sieht ja Politiker als Außenstehender oft anders, als das eigene Volk den sieht. Aber es gibt schon sehr viele, die Angst haben davor, was kommt als nächstes. Mhm. Und das sind vor allem Leute, die Russland hatte ja eine gewisse Stabilität in den letzten 20 Jahren, wo Putin an der Macht war. Das ist seit 2014 ein bisschen anders geworden. Viele von denen haben die 90er Jahre durchlebt. Das war schon eine ziemlich harte Zeit. Und die fürchten natürlich, dass es dann ein Chaos geben könnte, wenn Putin fällt. Deswegen, er ist geschwächt, würde ich sagen. Aber ich würde noch nicht sagen, dass er so geschwächt wird, dass es irgendwie für ihn schon brenzlig geworden ist. Was man natürlich dann auch dazu sagen muss, ist, dass die ganzen Leute, die jetzt an der Macht sind, sind ja auch alle von ihm irgendwie abhängig. Der hat ja seine ganzen Typen, die gegen ihn aufbegehrt haben, hat er alle aus dem Weg geräumt. Also das hat er auf jeden Fall. Er hat seine Sicherheitskräfte und er hat schon auch noch immer noch eine Bevölkerung, die, glaube ich, im Moment relativ passiv ist. Ich glaube, dass die meisten Leute diesen Krieg nicht unbedingt wollen, aber auch nicht dagegen aufbegehren werden, sondern versuchen sich so ein bisschen fast schon von dem abzunabeln, von dem Ganzen und so wenig wie möglich darüber zu reden. Und weil er in der Angst ist, dass seine Macht zu Ende gehen könnte, erzählt er seinem Volk die ganze Zeit diese Geschichte. Seid froh, dass ihr mich habt. Ich bin der gute Zar, der euch in die sichere Zukunft führt. Nach mir das Chaos. Aber die böse Frage ist natürlich die. Der Westen, der ja möglicherweise es nicht laut sagt, manche sagen es aber laut, sich wünschen, er wäre nicht da, kann der diejenigen, die das sagen, sicher sein, dass das, was nach Putin kommt, nicht schlimmer ist? Also es kann sein, dass es zu einem Übergang kommt, der geordnet ist von einer Führung, die sagen kann, diesen Krieg haben wir nicht zu verantworten, ihn beendet. Das wäre die beste Variante. Natürlich kann es zu einer noch konfrontativeren Führung kommen, es kann zu Unordnung kommen, es kann zu einem Zerfall des Landes kommen. Aber deswegen muss das Ziel nicht sein, Putin per se zu stürzen, sondern das Ziel muss sein, ihn in eine Abwägung zu bringen oder eine neue Führung zwischen dieser Krieg lässt sich nicht erfolgreich fortsetzen und gleichzeitig, wenn das so weitergeht, riskiere ich meine Macht und das könnte der Punkt der Verhandlungsbereitschaft sein. Aber erst einmal, das ist ein Schlachtfeld, auf das wir immer blicken. Sie sind dabei, Sie sind mittendrin, Herr Pleitgen, Sie werden auch beschossen, das haben Sie ja gerade wieder gesagt. Wie verändert diese Situation erst einmal die russische Taktik, Strategie? Was macht es zum Beispiel mit der Moral der russischen Soldaten, wenn sie hören, dass der Kriegsgrund nicht der ist, der ihnen gesagt wurde? Kann sich da was verändern? Ich glaube, da kann sich was verändern. Ich glaube auch, dass das für die Moral natürlich nicht gut ist. Wenn man erstens sieht, dass einfach im eigenen Land Instabilität herrscht und zweitens, dass dann jemand wie der Prigozhin, der schon relativ angesehen war bei vielen Leuten, dann auch noch sowas erzählt. Also ich glaube schon, dass das auch auf den Russen auch wiegt. Man sieht ja auch, dass die Ukrainer jetzt auch Geländegewinne erzielt haben im Windschatten von dem Ganzen. Die haben dann da um Bachmut herum eine Offensivaktion gestartet und die sind dann auch so ein bisschen durchgekommen. Aber andererseits muss man sagen, die Front ist im Moment, ich glaube, man nennt das eine dynamische Front, die sich wenig bewegt. Also es sind unglaubliche Kämpfe, die zurzeit stattfinden. Die Ukrainer haben ein paar Geländegewinne gemacht, aber jeder Zentimeter wird ganz, ganz teuer mit Blut gekauft. Und verändert jetzt das, was in Moskau passiert ist, das, was in Russland passiert ist, etwas daran, wie Russland diesen Krieg weiterführen wird? Ich glaube, Russland ist sowieso zurzeit in der Defensive. Ich glaube, die haben im Moment eigentlich an keinem Frontabschnitt die Möglichkeit anzugreifen. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Wir haben aber den Damm gesehen. Sie waren in der Nähe des Atomkraftwerkes, Saporischschja auch. Also da gibt es ja Potenzial, um nochmal sehr verheerende Schritte zu machen. Ja klar, das kann natürlich alles passieren. Aber das sind ja Sachen, die passieren weit über den eigentlichen Soldaten, die da auf dem Boden sind. Das sind ja
so einen Damm zu sprengen, das ist ja schon eine relativ große Entscheidung. Ich glaube schon, dass die Russen dadurch teilweise geschwächt sein könnten. Aber man muss auch sagen, also was ich so jetzt gerade an der südlichen Front gesehen habe in der Ukraine, die Verteidigungslinien von denen sind schon echt hart. Und was da passiert, ich meine, wir haben dem Prigozhin, der hat ja damals die Strafgefangenen eingesetzt, um da Stellungen von den Ukrainern zu stürmen. Und was die Russen jetzt machen, also was ich so gesehen habe, man kommt ja, wenn man an der Front ist, oft in so rohe Situationen rein. Und wir waren an einem Frontabschnitt und da hatten die Ukrainer gerade Gefangene gemacht. Und das waren, alle Typen waren Strafgefangene aus Russland. Die sind alle aus dem Knast in Russland rekrutiert worden. Und es scheint so zu sein, dass die quasi ihre Verteidigungslinie aufgebaut haben, aber vor diese Verteidigungslinie noch mal so eine Kanonenfutterlinie aus Strafgefangenen hinstellen, die sich dann da irgendwie wehren müssen. Und die Ukrainer haben gesagt, die wehren sich auch mit Hand und Fuß. Die sind unheimlich tough, die Russen. Aber also die Leute, die ich da teilweise gesehen habe, das waren echt arme Tropfe. Ne? Also es war einer, der hat gesagt, er war wegen Mord im Knast, war schon mehrere Jahre im Knast und hätte noch, was weiß ich, 10 Jahre weitermachen müssen. Und hat gesagt, das ist die einzige Möglichkeit raus. Also, und hat überlebt, um es Ihnen zu erzählen, was er oft... Der Prigozhin selber hat ja ganz stolz erzählt, 32.000 von denen konnten schon wieder nach Russland zurückkehren. Das heißt, da laufen 32 Mörder, Verbrecher inzwischen frei in Russland rum. Herr von Fritsch, dafür, Krieg sind wir einem Verhandlungsfrieden näher gekommen? Also wenn wir darauf schauen, dass eine Verhandlungssituation entstehen könnte, wenn die russische Führung zu dieser Abwägung kommt, wir können den Krieg nicht erfolgreich fortsetzen und die Macht ist gefährdet, dann könnte eine Situation sein, in der Russland möglicherweise verhandlungsbereit ist. Das würde ich nicht ausschließen. Das hat zur Voraussetzung, dass wir die Ukraine weiter so entschlossen unterstützen, dass sie sich keinem russischen Diktat unterwerfen muss, weil das Putin nur ermutigen würde, dass seine Politik richtig ist. Und drittens denke ich, wäre es gut, es käme dazu, dass Wladimir Putin in irgendeiner Form, ohne dass ihm irgendwelche Konzessionen gemacht werden, behaupten kann, er hat irgendetwas erreicht. Und das, was kann das sein? Sicherheit. Er sagt ja immer, es geht um Russlands Sicherheit. Also, warum nicht das tun, was wir erfolgreich in den 70er Jahren getan haben, versuchen, zu Verabredungen über Sicherheit zu kommen, in welche sich dann eine Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine einbetten könnte. Und die russische Führung kann sagen, wir haben Sicherheit, wir auch, für beide Seiten von Vorteil. Und dann könnte eine Verhandlungslösung gelingen, aber sie ist im Moment weit weg. Gut, ich danke erstmal für die Einblicke. Sie waren mal Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, weil wir gleich darüber sprechen werden. Die deutsche Regierung ist sehr viel später offensichtlich ins Bild gesetzt worden als die amerikanische Regierung. Wie kann das eigentlich sein, dass der BND in entscheidenden Momenten nicht so viel weiß wie... Also erstens ist der BND nach meinem Eindruck von damals ein sehr guter Nachrichtendienst. Und was tatsächlich er gewusst hat, vermute ich mal, wird nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das eigentlich Bemerkenswerte ist ja, dass die russischen Geheimdienste ihren Präsidenten nicht rechtzeitig gewarnt haben, was passieren wird. Gut, ich gebe die Frage gleich weiter. Danke sehr herzlich, Rüdiger von Fritsch, schön, dass Sie da waren. Und Frederik Pleitgen, bleiben Sie bitte sicher in Ihrer Arbeit. Dankeschön, dass Sie hier waren. Danke.